Oh mein Gott, Freunde, ich zeige euch, wie ich es geschafft habe, alle 64 Brawler auf Rang 30 zu pushen in einem Video. Bell war ein ultra krasser Push, denn wir haben Bell einfach mal auf meiner Uhr gespielt. Ah, was? Digga! Ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es mal wieder ein ultra cooles Special Video, denn im heutigen Video zeige ich euch, wie ich es geschafft habe, alle 64 Brawler auf Rang 30 zu pushen in einem Video. Das bedeutet, ihr seht, wo ich jeden einzelnen Brawler auf Rang 30 gespielt habe, die letzte Runde, beziehungsweise, ja, natürlich teilweise ein bisschen verkürzt, sonst würde dieses Video 3 Stunden gehen oder so. Ja, von Shelly bis hin zum allerletzten Brawler Mandy eben. Wird auf jeden Fall ultra krass. Ich sage euch dazu, wie schwer es war, wie einfach es war. Ihr seht, mit wem ich das gemacht habe. Es wird ein ultra geiles Video. Lasst jetzt schon mal ein Like da, ein kostenloses Abo und wir starten jetzt mal rein mit Shelly, dem ersten Brawler. Let's go. Shelly war tatsächlich mein letzter Rang 30 Brawler, damals zumindest, ne? Also, Shelly war unfassbar schwer für mich. Ihr seht, ich habe Shelly in Brawl Ball gepusht mit Flame und Max zusammen und das Game war auf jeden Fall hier relativ einfach, aber man muss sagen, insgesamt war Shelly doch wirklich sehr schwierig. Und da seht ihr schon, Shelly war auf jeden Fall dann auf Rang 30. Damit hatte ich dann wirklich alle Rang 30 Brawler damals geschafft, Leute. Wir kommen zu meinem Lieblingsbrawler, der Nita als nächstes. Und damit auch zu den ganzen seltenen Brawlern. Den habe ich damals in Duo Showdown mit Tobi BS YouTube gepusht. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, Freunde. Kindy geht down. Yeah! Yeah. Let's go, Mann! Ey, mein Lieblingsbrawler, ich habe mich so gefreut, Mann. Oh mein Gott, Digga. Wir haben es, Alter. Oh mein Gott, Freunde. Lasst ein Like da, abonniert Tobi auf jeden Fall auch. Oh mein Danke. Gott. Let's go! Der Nita Rang 30, Freunde. Ich sag's euch, auf jeden Fall, ich hab alles auf jeden Fall gegeben. Ich hab so oft. Ey, ich hab mich damals ultra gefreut und der Nita, wie gesagt, schon immer mein Lieblingsbrawler. Und ich würde sagen, wir kommen zu Colt. So, Leute, Colt habe ich damals gepusht, als er dieses OP-Gadget hatte. Und zwar konnte Colt eben ultra viel Damage mit seinem Gadget machen. Wir haben das Ganze auch in Duo Showdown mit Lev damals gemacht. Hat auch ziemlich gut funktioniert, wie ihr hier sehen könnt, ne? Damals war Colt der stärkste Brawler, muss man sagen. Also, ne, war jetzt so ein klassischer Push, wo halt der Brawler in der Meta einfach war. Der Gale ist auch immer, warum auch immer, hier reingesprungen auf jeden Fall. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, wie wir das Game geholt haben. Bisher habe ich auch nur ein Gadget verwendet in dem Game. Also, gar nicht mal so krass viel verwendet. Obwohl es eben so OP war. Und genau, da seht ihr schon, da habe ich das Gadget verfehlt. Das war jetzt natürlich nicht so nice. Und doch ein Brawler muss sterben für Showdown und Pluspokale. Und da hatten wir es dann auf jeden Fall, Leute. Sehr, sehr, sehr geil. Und da seht ihr das Gadget, das hat 6000 Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat eben, Freunde. Sehr, sehr krank. Und ihr seht schon, okay, plus 7. Und Rang 30 Colt. Bull habe ich in Brawl Ball gepusht auf einer Map, die es aktuell gar nicht mehr gibt tatsächlich, mit Duck und Mr. Eimann, und das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Bull fand ich damals aber relativ schwer, war auf jeden Fall doch ziemlich hart und war, glaube ich, kurz nach dem 40k-Push. Und da haben wir es aber dann doch geschafft. Brock habe ich damals auch gepusht, als er dieses OP-Gadget hatte, was einfach nur geisteskrank viel Schaden gemacht hat, Leute. Damals waren, wie gesagt, Colt und Brock die stärksten Brawler. Eben wegen den Gadgets, ne? Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Zeit, wenn ihr schon ein bisschen länger Brawl Stars spielt. Tatsächlich auch krass, wie viele Brawler ich damals in Duo Showdown gepusht habe. Das ist heutzutage gar nicht mehr so. Aber wir schauen jetzt nochmal rein, wie wir das Game hier gewonnen haben. Oh, einmal hier die Ulti, Leute. Oh, die hat geschmeckt. Und jetzt am besten nochmal mit dem Gadget reinhauen. Da habe ich das Gadget aktiviert. Okay, schauen wir mal, Leute, wie viel Schaden das Gadget gemacht hat. Und zack. Ah, okay, es hat gar nicht getroffen. Junge, immer diese OP-Gadgets von mir. Aber naja, wie auch immer, ihr seht halt, ne, dass auf jeden Fall viele Colt hier gespielt wurde damals. Und Brock war eben auch mit Colt zusammen der stärkste Brawler. Hier nochmal das Gadget. 4600 Damage, ihr habt es gesehen. Also das ist einfach nur komplett krank. Und damit sehen wir auf jeden Fall. Und Rang 30 mit Brock, let's go. Den Boxer haben wir in Brawl Ball gepusht. Auch das, ja,
ging eigentlich sogar ganz gut tatsächlich. Also es war ein bisschen einfacher als mit Bull als Beispiel. Wir haben das Ganze mit Duck und Mr. Eimann gepusht. Und ihr seht schon, hier haben wir die 1000 Pokale geschafft. So Leute, Bali hatten wir damals mit Tobias und Duck in Belagerung gepusht. Und es war ein Free Win. Alter, ja, Belagerung gibt es natürlich nicht mehr, Leute. Viele kennen den Modus aber noch von euch natürlich. Und hier haben wir Rang 30 erreicht. Das Ganze war übrigens in einem XXL-Livestream. Ich glaube sogar der 100-Stunden-Livestream. Poco hatten wir in Hot Zone gepusht und er ist einer der wenigen Brawler damit, die ich in Hot Zone auf Rang 30 gepusht habe. Damals war das hier so eine richtige OP-Comp tatsächlich. Ja, einmal mit Duck und mit Lev haben wir das Ganze übrigens gemacht. Rosa hatten wir wieder in Brawl Ball gepusht und zwar mit Lev und Tobias. Und man muss auf jeden Fall sagen, das war doch die perfekte Map für Rosa und hat dementsprechend ganz gut funktioniert. Man konnte halt mit Rosa immer sehr gut reinlaufen und scoren. Ich vermisse die Map auch irgendwie. Ich fand die damals, glaube ich, ganz cool, soweit ich weiß. Und ja, hier seht ihr auf jeden Fall, wie wir das Ganze dann geschafft haben. Auf Rang 30 war auch auf jeden Fall ein ganz normales Game. Auch Jesse hatten wir im Modus Belagerung gepusht. Da war Jesse extrem OP, weil das war auch die Zeit, wo Jesse ein, ja, sehr, 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 sehr starkes Geschütz hatte. Ihr seht das, ich werfe hier das Geschütz rein, drücke das Gadget und boom, Alter, es geht einfach nur komplett ab. Also das war wirklich komplett krank. Und das Ganze war, glaube ich, auch im, ja, 100-Stunden-Livestream. So, Leute, Dynamike war auch in Belagerung. Und ja, es war auch ein Freewin. Nochmal vielen Dank an die Leute, die hier gegönnt haben. Natürlich ultra Ehre. Und auch das seht ihr schon mal in einem XXL-Livestream. Nachts wahrscheinlich, so wie es aussieht. Und ja, auf jeden Fall nochmal danke dafür. Und ja, das war dementsprechend relativ einfach. So, Leute, Tick ist tatsächlich der nächste Brawler, den ich euch zeige. Und bei Tick war es ein bisschen besonders, denn Tick war ein Brawler, den ich sogar auf Rang 35 pushen wollte und wo es leider nicht geklappt hat. Richtig ärgerlich, da ärgere ich mich heutzutage noch drüber. Wir schauen mal kurz rein, Leute. Oh Mann. Alter, was? Junge. Ey, Digga, das ist doch nicht mehr normal, Alter. Genau, Leute, ihr seht schon, also ich hatte Tick auf Rang 34 sogar, aber wir mussten aufgeben damals, weil es einfach nicht geklappt hat. 8-Bit hatte ich mit Duck und mit Max TWO gepusht und das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich entspannt, weil hier der Colt natürlich auch gegönnt hat, aber ansonsten mussten wir wirklich sehr, sehr schwitzen, weiß ich noch. Auch das war auf jeden Fall, glaube ich, mal wieder im 100-Stunden-Livestream oder in einem sehr langen Livestream auf jeden Fall. Hat aber hier auch ganz gut geklappt, wie ihr sehen könnt. Alter, Rico hatten wir einfach mal auf 999 Pokale und dann passierte das. Wir sind ins Game reingegangen und was? Freewin! Okay, das war natürlich dann geschenkt, Leute. Und dementsprechend haben wir natürlich ganz easy auch Rico auf Rang 30 bekommen. Auch Daryl hatten wir auf 999 Pokale und wir haben ihn dann in Brawl Ball auf jeden Fall gepusht. Das Ganze war ein ganz normales Game, deswegen mussten wir hier natürlich richtig reinschwitzen, Leute. Und ich glaube, Daryl hatte ich mal morgens in einem Livestream am Samstag gepusht, relativ spontan sogar, weil es ganz gut funktioniert hatte. War auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und ja, Mann. So, Leute, Penny war natürlich ein ultra krasser Brawler, denn auch er war auf 999 Pokale und Penny hatten wir tatsächlich genau nachdem wir 40.000 Pokale erreicht haben gepusht. Also wo ich das erste Mal 40.000 Pokale hatte. Damals war ich tatsächlich, ja, Platz 15 oder so in Deutschland mit den Gesamtpokalen. Penny war richtig verschwitzt, aber hat hier auf jeden Fall geklappt und dadurch waren wir dann tatsächlich richtig weit in den Top-Listen oben. So, Freunde, Karl hat sich tatsächlich in derselben Nacht auf Rang 30 gepusht, wo ich auch Colt und Brock gemacht habe. Also das war auf jeden Fall eine krasse Nacht hier mit Lev in Duo Showdown damals. Karl war auf jeden Fall echt sehr solide und man sieht schon, wir sind im Showdown und haben 14 Cubes, Digga, also komplett krank, Leute. Hier sehen wir dann auf jeden Fall nochmal, zack, wie wir hier auf jeden Fall, nice, nochmal den Leon geholt haben. Und damit haben wir es, Leute. Let's go, man, richtig krass, damit nochmal Rang 30 Karl, Digga, was geht ab, Bruder, ultra nice, wir haben es tatsächlich. Ja, sehr, sehr geil. Ihr redet, ihr hört schon, dass ich leise rede, weil es eben sehr spät war. So, der Jackie-Push war tatsächlich ultra lustig. Schaut euch mal diese komische Brawl-Ball-Map an. Ja, die gab es wirklich. Spielzeugkiste hieß die einfach mal. Und hier war natürlich die Map perfekt für Werfer und für Jackie. Das war echt super easy. Mit RZA und mit Duck hat sehr gut geklappt. War auch nachts um 3 oder 4 Uhr auf jeden Fall.
Und ihr seht schon die Taktik hier mit Gale Jump Pad reinjumpen, dann eben den Ball nehmen und einfach vorrushen. War sehr, sehr heftig und hat gut funktioniert. So Leute, Gus war tatsächlich einer der Brawler, die ich mit Onkel Mo auf Rang 30 gepusht habe. Und zwar als Gus direkt rauskam. Das heißt, sofort am ersten Tag, soweit ich weiß eben. Und wir schauen mal, das Ganze haben wir in Brawl Ball gemacht. Gus ist wirklich ein Brawler, den ich jetzt persönlich nicht so gut fand. Aber ja, es hat geklappt auf jeden Fall. Ey, erster in Deutschland, ja, ne? Leute, als erster Gast in Deutschland auf Rang 30. Let's go, Alter, das war schon richtig krankes Geschwitze. Ey, Mo, vielen Dank dir, ne? Genau, der erste Gast in Deutschland, Leute. Auf jeden Fall auch sehr nice. Wir kommen zu Bo, Leute. Und das Ganze ist einfach auf dieser Map. Ich glaube, die hieß Inselinvasion. Ultra krass. Und Leute, wir kommen jetzt auch zu den epischen Brawlern. Also, Bo ist ja jetzt ein epischer Brawler. Also, ab jetzt die epischen sozusagen. Ja, auf jeden Fall ist das Ganze ultra, ultra krass gewesen hier mit der Sicht von Tara und von Bo. Hat mir das Ganze gemacht hier mit Duck. War auf jeden Fall auch ein Geschwitze, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber hat ja geklappt. Echt saukrass. Einfach mal nochmal ein Duo-Showdown-Brawler hier. Und da haben wir es erreicht. Let's go. Auch Ems war genau auf 999 Pokale. Es war wieder im 100-Stunden-Livestream. Und hier war ich richtig krank müde, wie man mir vielleicht ansieht. Ems hat mir dann in Brawl Ball auf Hinterhofstadion gepusht. Mit Crow und mit Piper. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, obwohl ich so krank übermüdet war. Hier haben wir dann auf jeden Fall 1000 Pokale erreicht. So Leute, Stu hat mir damals mal in einem Livestream auf Rang 30 gepusht. Den habe ich jetzt nicht mehr wiedergefunden, nur das Video. Ihr seht schon, das Ganze war in Hot Zone und hat ganz gut funktioniert. Piper hat mir damals in Kopfgeldjagd gepusht mit Duck und mit Lev und das war die perfekte Map für Piper. Ja, ich habe natürlich die absoluten Piper-Skills, deswegen hat das ganz gut geklappt. Kappa, nee, also hat aber auf jeden Fall funktioniert. War easy, 12 Leute haben auch hier zugeguckt und damit hatten wir dann Piper auf Rang 30. Pam war damals ein Freewin, ihr seht es schon, in Belagerung war dementsprechend ziemlich easy und wir haben sie auf Rang 30 bekommen. Auch Frank war in Belagerung einfach mal, also ihr seht schon echt viele, viele Brawler in Belagerung und auch dieser Brawler war in einem Livestream. Und ja, war auf jeden Fall ein normales Game, das heißt wir mussten hier reinschwitzen, aber es hat funktioniert. Auch Bibi war in Belagerung, mal wieder in einem langen Livestream, Leute. Und Bibi war auch ein Freewin, das heißt das war natürlich ziemlich easy. B war damals auf jeden Fall in Duo-Showdown und das war ein ultra krankes Geschwitzer, auch in einem Livestream. Dieses Mal war das glaube ich sogar einfach abends in einem Livestream und zwar hattet ihr abgestimmt, dass ich B auf Rang 30 pushen soll. Und dann habe ich tatsächlich auch B auf Rang 30 gepusht. Damals hatte B noch die 1 HP Star Power, war natürlich dementsprechend sehr OP. Ihr seht schon, ich hatte hier die Star Power und zack. Und zack, da haben wir auf jeden Fall das Game gewonnen. Und wir hatten dadurch auf jeden Fall B auf Rang 30 geschafft, Leute. Nani hatten wir damals in Duo-Showdown mit Tobi auf Rang 30 gepusht. Damals war Byron extrem OP und deswegen war es ziemlich einfach. Auch Edgar war übrigens ein Brawler, den ihr abgestimmt hattet, dass ich den pushe. Und ihr seht schon, das hat auf jeden Fall auch ganz gut funktioniert. Damals war halt auch, wie gesagt, Colt OP mit dem Gadget. Und deswegen hier der Carry natürlich von Lev mit Colt. Und da hat es dann geklappt. 1000 Pokale mit Edgar, Leute. Sehr krank. Griff hat sich ein paar Tage, nachdem er rausgekommen ist, in einem Livestream hier auf Rang 30 gepusht, Leute. Am ersten Tag hat es damals nicht geklappt mit Griff, sondern erst einige Zeit später tatsächlich. Oh, Freunde. Alle mal Hashtag 1000 in den Chat. Sehr, sehr geil. Da haben wir Griff Rang 30 tatsächlich geschafft. Sehr, sehr wild. So, Leute, wir kommen zu Grom und das war eine Sache für sich. Denn ja, Grom ist auch auf Rang 34 und schaut euch mal meinen Ausraster jetzt an. Ey. Oh! No. Oh! Ah, was? Digga! Hä? Also Leute, ich war richtig gebrochen. Oh, Digga, das kannst du keinem erzählen, Junge. Oh mein Gott! Das war ein Snipe. Ja, Leute, ich war auf insgesamt 1236 sogar und wir haben dann nur noch Minus gemacht. Also ihr seht schon hier, ne? Sorry, 1200, keine Ahnung, 42 oder so. Also wir waren so kurz davor und haben es tatsächlich bis heute nicht geschafft. So Leute, Bonnie hatten wir auch in Brawl Ball gepusht und zwar ungefähr so 2-3 Tage, nachdem sie rauskam auch direkt, ne? Also das habe ich ja meistens bei den Brawlern so gemacht, immer wenn die neu rauskommen, direkt Rang 30.
Ihr seht schon hier mit Lev und mit Chris D auf jeden Fall hatten wir das Ganze gemacht. Und hier nochmal ein nices Tor, Leute. Und damit haben wir es. Let's go. Und damit haben wir es auf jeden Fall geschafft, Leute. Damit hatten wir es dann. Also, Leute, Mortis war mit Abstand der lächerlichste Push von allen. Das muss ich zugeben. Und zwar habe ich den kompletten Push von Stream-Snipern geschenkt bekommen. Also, jedes Game war ein Free-Win. Und ich habe gesagt, bei dem letzten Game, wenn jetzt ein Free-Win kommt, schenke ich allen Snipern 15 Euro. Sind es Stream-Sniper, ja oder nein? Und? Oh! Damit haben wir auf jeden Fall alle 15 Euro bekommen, die hier gesniped haben. Oh mein Gott, Digga! Genau, von mit Benji und Happy Bob, ne? Auch Tara hat mir ein Duo-Showdown auf dieser Map gemacht. Ich glaube, Insel-Inversion hieß die. Ihr merkt schon, wir sind mittlerweile bei den mythischen Brawlern angekommen. Hier gibt es auch einige krasse Sachen, die passiert sind. Ja, mit Tara war es auf jeden Fall relativ schwierig, muss ich sagen. Das hat sehr lange gedauert, aber hier hatten wir es dann auf jeden Fall endlich geschafft. Genie hatten wir in Knockout gepusht und zwar war das letzte Game mal wieder ein Free-Win, weil es im Livestream war. Auf jeden Fall ging es dadurch sehr schnell und wir haben Genie geschafft. Max war in Duo-Showdown gemacht mit Duck, dementsprechend ein ziemliches Geschwitze, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Max ist einer der Brawler, die ich vielleicht nicht ganz so gut spielen kann, aber trotzdem hatten wir dann eben Rang 30 geschafft. Mr. P war der erste Rang 35er sogar von mir. Ich habe jetzt deswegen überlegt, okay, ich nehme lieber den Rang 35 Push rein, das ist interessanter. Ja, und das letzte Game war tatsächlich auch ein Game, wo wir auf Minus gesniped worden sind, aber wir haben trotzdem gewonnen. Und hier übrigens dann nochmal meine Reaktion, Leute. 3, 2, 1, ja, let's go, was? Wir haben es geschafft, lol. Oh mein Gott. Wir haben noch über 1000 Pokale, Freunde. Oh mein Gott, plus 3, Rang 35. Was geht ab, Freunde? Sehr, 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 sehr krank. Leute, der leichteste Rang 30 Push aller Zeiten war Sprout. Sprout war nämlich damals, schaut euch mal die Range an, wo die Attacke explodiert. Sprout war der stärkste Brawler im Spiel. Und deswegen war es so unfassbar easy, ihn auf Rang 30 zu pushen. Und ich hatte auch Sprout als erster deutscher Spieler auf Rang 30 tatsächlich auch. Das ist sehr, sehr heftig. Byron hatte ich auch mit Duck in Duo-Showdown gemacht. Und Byron war tatsächlich einer der einfachsten Brawler von allen, weil wir, glaube ich, jedes Game gewonnen hatten. Also ohne Niederlage. Squeak hat mir damals in Belagerung auf Rang 35 sogar gepusht. Mit hier Jan und Cat damals. Hat ganz gut funktioniert. Das letzte Game war auch ein Free-Win auf jeden Fall. Ansonsten war es aber doch relativ schwierig tatsächlich, ne, mit Squeak, weil er halt sehr, sehr schlecht war. Trotzdem hat es hier geklappt und ihr seht schon, zack, die, Rang 35 sind am Start. So Leute, Gray hat mir tatsächlich in Hot Zone gepusht mit Onkel Mo und einem weiteren Mate. Und ja, das Ganze hatte eigentlich auch sehr gut funktioniert, weil Gray zu diesem Zeitpunkt noch dieses OP-Piano-Gadget hatte, wo eine richtig große Range hatte. Das war an dem Tag, wo Mandy rauskam. Also wir haben ja auf Mandy gewartet und auf die Saisonbelohnung, haben kurz vorher, also 2 Minuten vorher, es geschafft, wie gesagt, Gray hoch zu pushen. Genau, Leute, hier haben wir es dann auf jeden Fall geschafft. Und let's go. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu den legendären Brawlern. Spike war mein erster Rang 30 Brawler insgesamt. 10.000 Likes dafür. Let's go. Also von allen. Und den hatten wir damals auf Rang 30 in Duo-Showdown mit Benji gepusht. Crow hat mir damals in Brawl Ball gepusht mit Lev und mit Duck auf der Map Hinterhofstadion. Es war ein richtig krankes Game mit Verlängerung auch noch und hat hier aber geklappt. Auch Leon war in Brawl Ball mit Max und mit Lev einmal. Und auch das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ich habe mich hier richtig gut unsichtbar gemacht. Und dann eben hier die Gegner komplett überrascht. Let's go. Auch Sandy war mal wieder ein Brawl Ball Brawler. Und das haben wir auf jeden Fall einmal hier mit Duck und mit Lev gemacht. Mit Max und Tara. Also auch eine sehr starke Kombi natürlich. War auch gar nicht mal so einfach mit Sandy, weiß ich noch. Und es hat hier aber geklappt. Richtig geile Sache auf jeden Fall. Auch Amber war in Brawl Ball. Ihr merkt schon, Freunde, die ganzen legendären gefühlt hier in Brawl Ball gepusht. Ich weiß auch nicht warum. Damals auf jeden Fall auch sehr coole Maps teilweise hier am Start gewesen. Die zum Beispiel auch, fand ich ganz cool. Und das hat auf jeden Fall gut geklappt mit Martin und mit Duck dieses Mal. So Leute, Mac habe ich damals auch gepusht, nachdem sie relativ frisch rausgekommen ist. In Brawl Ball mit Duck und mit Lev. Das war sehr, sehr verschwitzt. Ihr seht schon, der Rico schwitzt hier auf jeden Fall echt rein. Und das war auf jeden Fall, auch ein bisschen Glück, weil die Piper hier zum Bot geworden ist. Und hier hatten wir es dann geschafft. Ist halt wirklich so. Haben die trotzdem alle gekillt. Ja. Oh. Let's go. Let's go, Freunde. Nice. Okay.
Egal, 1K. Glückwunsch. Richtig nice, danke, danke. So Leute, Chester war tatsächlich in Brawl Ball, auch als er relativ neu rausgekommen ist, hier mit Onkel Mo zum einen und auch mit Mauri. Also auch sehr, sehr nice. Das hat sehr gut geklappt. Chester war auch damals ja auch noch komplett OP. Dementsprechend ging das eigentlich sehr, sehr gut. Und let's go, Freunde. Ihr seht schon, 1-0 stand es hier. GG in den Chat, Leute. Nice, Ehre an euch beide. Oh. Und da hatten wir es dann, Leute. Let's go. Yeah. Gabe war damals in Brawl Ball auch auf dieser Map Spielzeugkiste. Search war in Duo Showdown mit Tobi damals, Leute. Die haben wir dann eben Rang 30 mit Search bekommen. Colette war in Tresorraub. Lou war dann wieder mal auf Belagerung. RIP an diesen Modus. Auch Colonel Ruffs war tatsächlich hier in Belagerung. So Leute, Bell war ein ultra krasser Push, denn wir haben Bell einfach mal auf meiner Uhr gespielt. Das ist kein Spaß. Wir haben einen Brawler auf meiner Smartwatch auf Rang 30 gepusht. Und das war tatsächlich Bell, wie ihr hier sehen könnt. Man kann hier kaum klicken. Es hat richtig gelaggt, aber ihr seht schon, wir haben hier Rang 30 Bell auf der verdammten Uhr gepusht. Ultra, ultra geile Sache, Alter. So, Leute, bei Buzz hat mir tatsächlich einfach mal Hyra geholfen, nachdem ich ihn spontan eingeladen habe. Also auch ultra geile Sache, die der komplette Hyra-Carry natürlich für Rang 30 Buzz, Alter. Ultra, ultra nice Sache, Leute. So, Leute, Ash hat mir damals auch auf Rang 30 in Brawl Ball gepusht mit Duck und mit Lev, also ganz klassisch. Okay, Leute, Lola hatten wir tatsächlich auch am allerersten Tag direkt auf Rang 30 gepusht. Und zwar mit Onkel Mo und mit dem Kollegen Nico hier. Das ist übrigens Filippo. Genau, das, also direkt am ersten Tag, wo sie rauskam in Belagerung. Ja, der Push hatte übrigens insgesamt 5,5 Stunden gedauert, also schon relativ lang, aber hat sich gelohnt, Leute. Wir sehen schon hier Rang 30 Lola. Okay, Leute, bei Fang habe ich tatsächlich einfach mal nicht den Rang 30 Push wiedergefunden, RIP dafür. Und Eve hat mir tatsächlich in Eliminierung gepusht. Also ich glaube, der einzige Modus, wo wir ja am Rang 30 Brawler, also nur bei einem Brawler halt gemacht haben, hat ganz gut geklappt, Leute. Und wir sehen schon plus 6 Pokale Rang 30 Eve, Alter. Sehr nice. Jeanette hatten wir auch in Brawl Ball gepusht, als sie rausgekommen ist. Ich glaube, 1 oder 2 Tage später, Freunde. Wir hatten hier auch gegen relativ hohe Gegner gewonnen, wie ihr hier sehen könnt. Und 1000 Pokale. Let's go. Leute, auch bei Otis habe ich leider den Push nicht mehr gefunden, weil ich ihn irgendwann mal ein paar Monate später, glaube ich, hochgepusht hatte. Auch Sam hatte ich in Brawl Ball mit Onkel Mo und Mauri gepusht, Leute. Hat auch ziemlich gut funktioniert, auf jeden Fall. Okay, und hier hatten wir dann von 999 Pokale plus 6 bekommen, Leute. Buster hatten wir auch mit Casey und Onkel Mo gepusht, Leute, in Hot Zone. Das war auf jeden Fall echt sehr krank easy, weil Buster so OP war. Direkt am ersten Tag, als er rausgekommen ist, Leute. Und da hatten wir es. Mandy war einer der schwierigsten Brawler von allen für mich, Leute. Weil, ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich sie echt gar nicht so stark. Und wir haben es dann irgendwie mit geisteskrank Krampf, Leute, nach ja knapp 8 Stunden geschafft. Ja, nur noch ein Game habt ihr gesehen. Okay, und dann, ich bin echt komplett ausgerastet, aber wir haben es dann irgendwann endlich geschafft mit, ja, Onkel Mo und einem weiteren Mate, Leute, Rang 30 Mandy.